Hallihallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die und Anduin. Hallo, grüß meiner euch. Wenigkeit. So, Garten ist neu bepflanzt, drei Fertilizer verarbeitet. Jo, das ist unser kleiner Taubenschlag. Und weiter geht's. Vormittags Ressourcen sammeln, nachmittags looten. Jawohl. Jawohl. Ja, im Hintergrund stelle ich schon die Flagstones her, dass wir, wenn wir anfangen zu bauen, gleich Gas geben können. Mhm. Ja, ich habe da eine dritte Kiste angebracht. Die Nahrungsmittel und die Getränke sind jetzt da in der eigenen. Mhm. Und so. Wie ihr seht, wir haben die erste Kartoffelernte, hat die Tibra schon eingebracht. Ich meine, übergeblieben sind jetzt nicht so viele, weil es ist. Ich habe ja gleich ein paar wieder angebaut. Genau. Aber zwei sind einmal da. Das ist so mein kleiner Wir haben Hemendex gespeist. Siehst, ich noch nicht. Du hast Mais, glaube ich, ne? Ja, aber nicht viel. So. Ja, dann nimm dir. So. Im Feuer müsste da eins drinnen sein. Okay. Ja. So, ich schmeiß jetzt wieder meine üblichen Beeren ein. Yum, 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 yum. Ah ja, die Beeren. Das tägliche Frühstück. Genau. Ja, und du hast, ich habe kein Werkzeug. Das haben wir vergessen. Ich arbeite noch dran. Das ist ein bisschen weiter hinten in der. Lass es. Ich gehe mal runter und ja, genau, so einen Container haben wir gesagt, bauen wir noch. Mhm. Wir sind leider nicht ganz fertig geworden mit den Nachtarbeiten. Aber das macht ja nichts. Wir haben da Nägel und zwar nicht wenig. Wir haben ein bisschen Holz und damit werden wir den ersten. Wie auch immer es heißt, mir fällt es jetzt nicht ein. Ich suche schon die ganze Zeit den Namen. Für diese. Nicht für die Truhe, sondern. Storages. Ja, Storages hat es glaube ich. Lagerkiste, genau. Lagerkiste heißt es bei mir. Schauen wir mal, was wir finden, wenn wir nur Kiste eingeben. Nix. Lager. Finde nur das. Ja, mit dem kann ich leben. Da hat es ja verschiedene gegeben, ne? War das? Ja. Verschiedene, okay. Ich brauche noch Futter. Verschiedene. Die Fürstin hat Laune, ich brauche Futter. Warum lachst du? Schau da jetzt kurz durch. Drei leere Flaschen gebe ich rein, passt. Und da hole ich mir noch 1, 2, 3. Ich werde es schon vertragen. So, ich bin bereit für unseren Ausflug. Ja, ich finde es nicht. Egal, dann bauen wir das später. Ja. Jetzt halt am nächsten Tag erst. Werkzeug? Baust noch? Ist noch in Arbeit. Gut, dann nimm da mal bitte weg, weil ich versuche, dass ich uns da eine Falltür dran setze. Aber so. Dass so. Wir kein Problem haben beim Aufmachen. Mhm. Das sollte natürlich wissen. Oh oh. Naja, ist ja genau falsch rum, Alter. Soll ich wegkämmen? Mhm. So. Okay, jetzt weiß ich zumindest, wie es ausschaut. Die kannst du ja verstärken. Ja, also in der Nacht kommt dann nochmal eine runter. Du magst wieder zu, ne? Ja. Gut, ich werde dann ein paar Steine, also diese Steine da wegklopfen, dass das eben wird. Mhm. Ich brauche unbedingt. Ja, es sind 150er Äxte. Super. Ich mache ein paar und wenn deine kaputt sind, geht's neu. Ne? Mhm. Guter Plan. Ja, und am Nachmittag geht's wieder auf Fluttour. Ja, ich brauche Clay. Dieses Mal sicher ein bisschen früher. Ja. Weil wir brauchen den Level, die Erfahrung. Und ja. Bei mir, ich kann erst die nächsten Punkte investieren bei Level 20 so und ich glaube bei dir ist es auch schon so. Ist auch schon so, ja. Außerdem sollten wir viel plündern, damit wir in Quality Joe die Tür bringen. Damit die Safe Sinn machen. Genau, damit wir besseren Loot kriegen. Und wir brauchen eine Range. Ja,
in der Nacht sind einige Zombies gekommen. Ich denke, das war die vom Tag 7. Die hat sich verspätet. Ja, genau. Die ist irgendwo falsch abgebogen. Mhm. Ja, wir haben festgestellt, Tag 7 war das jetzt da. In der Nacht des Tag 10. Ah ja, genau. Ich muss meine Spikes nachrüsten. Ich war gerade darauf gedacht, dass da einiges zum Reparieren ist. Aber jetzt mache ich noch die Steine da fertig, dass das einmal weg ist. Viel ist es ja nicht mehr. Zombies zum Looten werden wahrscheinlich eh nicht mehr da sein. Na, schauen wir mal. Ich laufe mal. Wo waren die, hast du gesagt? An der Vorderseite. An der Front. Vorderseite und die wollten einkaufen gehen. Und Nordseite. Oh, ein bisschen was ist nur da. Norden und Osten, glaube ich, was. So. Ja, die mussten in die Wäscherei. Ja, genau. Sie hatten auch schmutziges gemacht. Zombie-Weste schmutzig. Weiße Weste schmutzig. So, dann looten wir hier mal. Zerlegen. Die nächste. Da ist nichts. Ah ja, genau, ich habe da noch so eine 100er Knochenklinge gefunden in unseren Kisten. Die schmeißen wir auch gleich raus. Die kann man leider nicht zerlegen, man kann sie auch nicht verhetzen, das hätten wir auch schon probiert. Blödsinn. Ui, haben wir das die Kochstelle abgedreht? Ich habe es, glaube ich, abgedreht. Ich kann es dir jetzt nicht sicher sagen. Ah, ich habe nur einen Bild vorhin rein. Passt schon. Bin in einen Holzrahmen reingeschmissen. Fehlern hat der mit. Das war sicher Indianer. Das waren aber ein paar. Ja, ja. Dort oben hat ziemlich grimmig ausgeschaut. Okay. Ich bin nur leider zu spät gekommen, dass ich noch irgendwas ändern nicht kann. Oh, da ist ja die ganze Reihe weg. Hey, eine Stahlschaufel. Nett. Grau. Na, ja, nicht schlecht. Ja. Die wird gleich benutzt. So, meine Lieben. Stein ist weg. Gut, dann hilf mir da bitte mal kurz. Jupp. Nee. Ich habe aber keine Stacheln, ich kann nur reparieren. Das mache ich. Nimm's aus, oh. Arbeitet. Ja, cool. Arbeite sie heftig, bitte heftig. Weg. Okay. Ich setze da gleich Stacheln nach. Komplette Reihe. Sandwiches kann man jetzt dafür was brauchen, ja, okay. Mittlerweile glaube ich, ja. Gleich. Irgendwas wird es schon geben, ne? So. Im schlimmsten Fall, wenn man gar nichts zum Essen hat, schmeißt man sich von denen ein paar rein und verknüpft es mit ein paar Golden Rods, Tees und geht auch. Genau. Da bitte den. Die Beschriftung wegnehmen. Nee. Am Boden, weil dann kann da was hinstehen. So, dann sitzen wir da mal ein paar Stacheln nach. 8 Stück habe ich ja noch. Achtung. Die Beschriftung? Ja, wie soll ich die wegnehmen? Du hämmert drauf rein. Ja, dann da schlage ich einen ganzen Block, oder? Nein. Ich habe es gerade ausprobiert.
Oh, cool. Ja. Was ist das? Okay. Da kriegst du gar Metall raus. Ich krieg irgendwas herum. Mit Eisen. Kann das sein, dass du voll bist? Ah, ja, ich bin voll. Haben wir gleich. Scrap. Ich schmeiß da 150er Äxte raus. Ja, bitte. Drei. Unbedingt. Eins, zwei, drei, da vier. Platzproblem gelöst. Danke. Ja. Ah, jetzt habe ich die Nägel mitgenommen. Ich habe Nägel dabei, schmeiß raus, nimm sich. Nein, nein, passt schon. Ich habe noch 4, 6 frei, das reicht fürs Holzfarmen. Mhm. Bevor wir sie dann einen Weg machen zum Looten. Genau. Gehen wir mal entleeren. Gut, dann machen wir sie auf den Weg Richtung Wald. Mhm. Achso. Eigentlich haben wir da hinten abgebaut, ne? Die ganzen Türen, Bäume und sowas dazwischen, ja, die waren so still. So. Na, dann mache ich da weiter. Unsere Landschaftspflege. Ja, genau. Ich folge dir, weil ich will das auch. Hui! Hui! Hui, was? Ah, runter da. Hui! Tipptri! Na, siehst du. Hm. War da nicht irgendwo, oh, Ressourcensteine, ich bleib hier. Ja, passt. Da ist Clay drunter und das passt alles, was da rauskommt. Yes! Ja, ich hab momentan hier das Holzthema. 1315 Steine. Ja, das Steine. Thema habe ich auch. Aber ich hab einfach kein Holz. So, jetzt werden wir aber gleich die Kopfbedeckung wechseln. Und beim Arbeiten wird uns da jetzt gleich warm werden, da herinnen. Wäre interessant, wenn man im verbrannten Gebiet das alles austauscht mit dieser Erde. Die Erde wird grün. Ob's da, ob man dann auch noch das Thema hat, dass er heiß wird. Ach so. Ah, das denke ich schon. Also ob das praktisch auf das Gebiet, auf das Biom bezogen ist, oder ob es das Biom verändert, wenn du den Block veränderst. Mhm. Also Biom bezogen ist es auf alle Fälle der Zustand. Aber ob sie praktisch das Biom von dem Block verändert, wenn du den Block veränderst. Ja, stimmt. Das haben wir noch nie probiert, oder? Ich weiß zwar, dass das grün wird. Oh! Wenn sie die Erde tauscht. Brennende. Hm. Aber alles andere fraglich. Bin mir nicht sicher, ob ich bei euch eigentlich bin. Nur mal in die andere Richtung. So, na, mit der Axt geht das schon wesentlich schneller. Jetzt zahlt es sich eigentlich schon aus, ein Metallwerkzeug herzustellen, oder? Mit 150. Ja, ich hab gesagt, haben wir ob gelb oder so. Okay. Ich glaube bei Orange nicht wirklich. Die Haltbarkeit so gering ist. Mhm. Ganz die Kurve. Ah ja, da ist verbranntes Gebiet. Ich will nämlich da die grässlichen Bäume wegschlagen. Okay, wo bist du? Ja, ich laufe da so entlang am Rand vom verbrannten Gebiet, suche mir da so verbrannte Bäume.
gleich die Kohle raus. Ja, genau. Brauchen wir auch fürs Schießpulver dann. Wir rüsten massig auf. Ah ja, dahinter knistert er ja. Oh shit, ich kann nichts mehr nehmen. Ich bin in der Nähe von dir. Okay. Komm gleich. Mhm. So, also. Sieh dich. Was haben wir denn da Schönes? Zack, weg ist es. Mhm. Gut, dann bleibe ich beim Holz. Glaube ich, den wir auch brauchen können. Für ja, was? Da habe ich 2,250, das ist nicht so schlecht. Ah ja, Zombie Time. Jawohl, das war wieder am Kopf vorbei. Oh, der fällt. Aber der ist schon. Der ist schon durch. Durchgebraten. So. Weltgericht Entsorgung. Sollten wir vielleicht einmal ein bisschen was zusammenlegen? Ich habe so viel Klumpen. Ja, da steht eine Mülltonne. Da könnten wir. Da könnten wir uns quasi auf ein Backerl hauen. Das klingt komisch, nicht merkwürdig. Mit der Mülltonne vor allem im Zusammenhang. So. Ich lege da rein. Warte mal, was habe ich? Federn? Mhm. Ja? Hab ich. Nägel? Hab ich. Das halte ich alles. Verdorbenes Fleisch, Knochen. Ja, kannst du mir geben beides. Goldenrod und Cotton. Also. Goldenrod kannst du mir geben, Cotton kannst du mir geben. Okay. Ja, Tibor und ich haben ja gesagt, wir räumen das verbrannte Gebiet. Mhm. Das kennt man ja schon von den vorigen Staffeln. Ja, das ist etwas, was... Die Tibor tut, glaube ich, dann dahinter, dort, wo wir es komplett gecleant haben, versucht sie Bäume anzupflanzen, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, und die wachsen, glaube ich, auch. Wird dann... Der Boden bleibt nicht, der wird nicht grün, den musst du austauschen. Also den muss man einmal weggraben und wieder anlegen. Magst du das mit oder nein? Nein, oder? Nein, das ist mir zu schwierig. Aber. Ja, ja, cool, wenn es langsam grün wird. Ich werde im Hintergrund gleich wieder Spikes machen. Uns fehlen ja noch jede Menge. Ja. Hm. Kohle. Nehmen wir Kohle mit. Natürlich. Ja, es ist da so cool. Ich sehe es. Das nehmen wir schon allein nicht deswegen mit, weil wir sowieso Kohle im Inventar haben. Ah. Ich habe mir gerade überlegt, ob wir es jetzt nur stehen lassen und mag es dann mit einem Eisenwerkzeug. Aber nehmen wir es gleich mit. Kommt da noch? Nein, das ist Erde. Merkwürdig. Dann ist das höher. Da ist das wieder Kohle. Ich brauche Erde, so, machen wir es flach. Das war zu tief. Ich dachte, du willst nicht die Blöcke austauschen. So, dann geht ihr ratzfatz. Wir haben 11 Uhr, eine Stunde noch ausräumen, dann looten, ne? Stunde. Also quasi eine Spielstunde. Oder wir werden vielleicht jetzt schon retour. Ja, lass mir das Steinchen noch wegnehmen. Wir nehmen nur die Kohle weg und dann geht's retour. Wir müssen ausräumen, dass wir dann wirklich schnellstens mit der Lutur starten. Und ich werde noch die Bäume, wo sie die Saat ansehen, ansetzen. So. Was ist da jetzt? Das ist, also,
War jetzt ein bisschen merkwürdig da gerade an der Stelle. So. Passt. Was haben wir? Was haben wir? Da, drei. Na bitte. So. Tipp, 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 tipp. Wo bist du? Da. Da. Ah ja, da. Gut. Gut. Retour. Retour. Ah. Au. Ja, wenn du da reinlaufst. Nein. Pff. War vorher da. Ja, ja. Ja, ja, ja. So, was macht das Auto? Das ist auch noch voll. Ein Fire Axe, juhu! Oh ja, sehr geil. Was macht man mit der? Ja, mitnehmen. Na, ich habe sie mitgenommen. Zombie-Klöpfe einschlagen. Klubsch, klubsch. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Farbe. Wie, der Zombie-Kopf, oder? Mhm. Darfst nicht rein. Esel. So, zumachen, auffrischen, ausräumen, auffrischen. Okay. Ja. Denkt euch nichts typisch vor, Tibra macht sie jetzt hübsch zur Looptour. Dauert jetzt die halbe Folge. Nein. Du weißt, dass ich relativ schnell frisch geworden relativ. Bin. Relativ. Betonung auf relativ. Ja. Für Frauenverhältnisse relativ. Wir Männer. Naja. So. Die Flex. Das gehört eigentlich alles drüben rein, was ich dann noch habe, außer da, da die blauen. Okay. Das Döschen. Das Döschen, kann ich da schon rein links? Kannst. Danke. So, Fire Axe. Das ist eine Saat, die kommt da her. Glas. Die Fette kommt dorthin. Die Schaufel behalte ich gleich, gell? Jo. Kniete. Ja, ich bin ja der Urschaufler. Ja, ja. Ah, ja, ja. So. Spricht nichts dagegen. Reinpassen. Danke. Man wird ständig verdrängt. Wie war das mit den Minderheiten? Nee. Na, ist nicht so. Na? Nope. Na. Nope. Ich hätte dann einen grauen Ledermantel, aber den schmeiße ich da halt auch rein. Dann okay. Haben wir da leere Gläser. Wenn sie sich ausgeht, füllen wir die noch. Und die Snowberries, die schmeißen wir da rein. Trinken, glaube ich, sagt einmal was, was mir aufgefallen ist. Ah, okay. Guter Plan. Schaut gut aus. Ich dachte, es wäre schlimmer. Ich habe noch ein leeres Glas reingelegt. Das muss rausgehen. Jo, bin ich schon. Jetzt können wir es nicht nehmen. Warum ist da ein 100er Kapuze? Die habe ich gerade reingelegt. Die haben wir okay. Gemacht. Aber kannst du gerne nehmen. Nein, nein, passt. Ist okay. Ah ja, Essen brauchen wir, gell? Die Juckerpflanzen sollte ich erfahren, ja. Ich habe jetzt vergessen. Ja, ich denke mir, ja, wir das haben unterwegs. Noch, wir haben nur 21 Hemindex. Dann. Ja, die. Ich habe ein bisschen Erde gefarmt. Kommt schon. Erde gefarmt. Ich werde mein Beet
sowieso erweitern. Wo war das? Ah, da drüben waren wir gegangen. Genau. Das war da hier vorne. Mhm. Puh. Was denn? Christen, ja, scheiß Kaktus. Wow. Ah, da drüben bist du. Aber ich habe keinen Schaden genommen, wie immer ich das gerade angestellt habe, wo ich eigentlich drauf gestanden bin auf dem Ding.